Leith, du bist ja ein Musikprofi, kennst dich aus, hast wahrscheinlich ein riesen Arsenal an CDs. Jeremy Days. Ja. Kennst du noch? She's my brand new toy. Grandios, richtig. Eigentlich, soll ich, wahrscheinlich, eigentlich müsste ich mehr von Jeremy Days kennen. Weil es gibt ja auch noch aus Formel-1-Zeiten. Ja. Genau, also hier, Stefanie Tökin hat sie damals, wahrscheinlich hat sie auch Dirk Darmstädter interviewt. Wir werden ihn gleich mal fragen, ob das stimmt. Jeremy Days hat nicht nur diesen Hit. Mambo, du kannst ihn auch, ne? Ich kann den auch, mach ihn doch mal kurz, bitte. Dann. She's my brand new toy. I like the way she moves me. My brand performing new toy. She's my brand new toy. Tolle Nummer. Das war aber längst nicht alles, was die Jeremy Days gemacht haben. Die haben sehr viele Alben gemacht und die waren auch alle toll, immer solide Musik. Und man fragt sich heute, was ist mit dieser Band? Die Band gibt es nicht mehr, aber es gibt ihn noch, den Sänger Dirk Darmstädter. Und was der macht das, was er am besten kann. Musik, das auch schon lange hat, inzwischen auch sein eigenes Label gegründet, Tapete Records. Da sind übrigens auch Ezio unter Vertrag, die vor kurzem auch bei uns in der Show waren. Und er hat ein neues Album. So sieht es aus. Our Favorite City, ein tolles Album. Ich mag es sehr. Und jetzt spielt er uns davon etwas live und unplugged in dieser Show vor. Herzlich willkommen, hier ist Dirk Darmstädter. No good at conversations, I'm the dry and silent kind. Like to spend my time alone. But we're stuck out on this mountaintop, and now every bridge we cross stands for all the time I've lost. You're a silly girl, I'm a single man, wasn't chasing clouds around. Like to stay in my part of town. You're the bird in hand, I'm a stony crow. Oh honey, don't you know, take me anywhere you wanna go. Till we get this job done, I won't ask your favors, but for one, when you look back on these days gone by, you'll say, oh hell, we beat the drum. Beat the drum. Don't have no road to speak of, never really went that far. I was a slow moving railway car. But if there's some kind of moral to my song, it just has to be, sometimes you gotta go where you don't belong. Till we get this job done, I won't ask your favors, but for one, when you look back on these days gone by, you'll say, oh hell, we beat the drum. We beat the drum. Grandios! Dirk Darmstädter! Dirk! Hallo. Hi. Herzlich willkommen, nimm bitte Platz. Danke. Hat sowas von hier, also um Gottes Willen nicht abwertend, aber so für Straßenmusikanten zwei Instrumente auf einmal, es fehlt noch das Tambourin am Fuß. Ja. Ein Multitalent. Das ist Multitasking. Das eigentlich eine sehr weibliche Eigenschaft ist, ne? Sagt man doch immer. Sagt meine Frau auch immer, ja. Bist du? Aber ich kann das, wie man sieht. Aber hier schon. Kannst du es auch? Multitasken? Ja. Ich habe ja noch keine Frau. Ach so. Vielleicht geht's dann. Ja gut, wahrscheinlich. Das kann man ja lernen. Muss man dann sehr schnell lernen. Our Favorite City heißt das Album. Mhm. Was ist deine Lieblingsstadt? Ach, das kann ich so nicht sagen. Also ich bin eigentlich überzeugter Norddeutscher. Ich bin ja nicht da aufgewachsen, bin in den Staaten aufgewachsen, in einem kleinen Kaff namens Teaneck. Und das ist bestimmt nicht my favorite city. Ich würde mal jetzt sagen, definitiv Hamburg. Ja, ist auch eine super schöne Stadt. Und an zweiter Stelle natürlich gleich Baden-Baden. Unbedingt, ja. Wahnsinnig hier. Hast du es zum ersten Mal jetzt gesehen, ne? Nee. Aber ich war schon mal hier. Okay.
Aber du hast mich vorhin schon gefragt, wo kann man hier gut essen und so. Ja, aber ich, das war vor langer Zeit und weißt du, die ganzen Drogen und dann. Ey, war das so? Jeremy Days, ist man da? Kleiner Scherz. Aber die, Humor. Die, Humor. Ja, Entschuldigung, Humor, wo sind wir hier? Nein, aber gab schon so Zeiten, oder? Wo man was? Nein. Nicht gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Also, was auf jeden Fall beibehalten hast, ist die Frisur. Das ist, finde ich, grandios. Das gibt mir persönlich auch Hoffnung, also, dass man nicht ausgelacht wird deshalb, sondern dazu alles steht. Andere bricht so auseinander, aber wenigstens das bleibt konstant. Und was hast du dir da eigentlich, das sehe ich jetzt gerade, auf die Hand geschrieben? Ach so, ja, das ist die erste, das ist no good. Aber das heißt nicht, dass ich mir das selber sagen möchte, sondern das ist die erste Textzeile von dem Song. Und es ist irgendwie so, dass immer wieder diese erste Textzeile, no good at conversations, I'm the dry and silent kind. Und dann stehst du da. Und wenn du einmal den Entree nicht bekommst, dann bist du am Arsch. Okay, das heißt... Und das ist mir jetzt zweimal passiert bei Live-Konzerten und ich wollte natürlich in diesem tollen Ambiente hier nicht, dass das mir passiert und deswegen habe ich mir einen kleinen Spickzettel. Eine kleine Texthilfe auf der Hand.